hier an der Felswand entlang gehen. Ist ja offensichtlich die Gegend, wo man gerne mal Schwefel findet. Sensationell wäre natürlich so ein dicker Brocken, aber das ist kein immer bewachsener Stein. Ja, schade, das wäre natürlich zu toll gewesen. Aber hey, man kann ja nicht. Es reicht schon, wenn man Glück hat. Man muss ja nicht gleich in den Wiesenglück kommen. Jedenfalls scheint es nicht ganz so trivial zu sein, dass man die Schwefelbrocken von den bemoosten Steinen unterscheidet. Zumindest für mich sehen die ziemlich gleich aus. Der da drüben ist jedenfalls zu groß, als dass er das ist, was wir suchen. Generell scheint die Gegend hier gerade eher karg zu sein. Und bis auf einen schicken Ausblick haut sie mich jetzt nicht so vom Hocker. Deswegen werde ich auch zum ursprünglichen Plan zurückgehen und unten See entlang versuchen. In der Hoffnung, dass wir da einfach mehr Glück haben. Oder sagen wir, dass wir weiter Glück haben, weil der Anfang war ja schon mal nicht so schlecht. Deswegen machen wir jetzt einfach mal in die Richtung weiter. Schauen wir mal, was wir da noch so finden. Auf jeden Fall ist hier noch Kohle, die wir mitnehmen. Eisen da unten. Wenn wir uns auch nicht entgehen lassen. Sofern nicht wieder irgendwelche Viecher dran wohnen. Aber den Schwefel, der ist selten. Das habe ich schon gesehen. Ich kann jetzt auch von hier unsere Häuschen gar nicht mehr sehen. Leider nichts nach Schweden aus. Und wenn wir Pech haben, ist jetzt dann auch gleich die Runde beendet, weil es hier nicht weitergeht. Also, man kann um den Felszipfel rum. Das ist doch schon mal eine schicke Sache. Hier noch irgendwo was gibt, was schwefelig aussieht. Aber ich fürchte, Kohle gibt's noch und scheiß Wetter.
Kohle und Scheißwetter. Gott sei Dank kann man da nicht. Oh, oh. So ein Pferdchen, das wollte ich nicht. Gott sei Dank haben wir uns beim letzten Mal einen Hut gebastelt. Die Frisur sitzt also. Und wir können auch im Regen weiterreiten. Was uns der Lösung unseres Schwefelproblems kein Stückchen näher bringt. Lass mich. So wie es aussieht, können wir hier eh nicht. Weiter um den Berg. Das heißt, wir müssen es sowieso nochmal von der anderen Richtung probieren. Das heißt, dass ich jetzt erst einmal schauen werde, dass ich das Zeug, was wir bis hierhin haben, zurück zur Hütte bringe. Und dann nochmal einmal in die andere Richtung ausreiten werde. Was ich nämlich auf jeden Fall machen werde, ist einmal eine Ladung Kugeln für das Gewehr und einmal eine Ladung Kugeln für unsere Revolver. Da sind wir nämlich echt schlecht aufgestellt. Ist der Brocken zu groß? Genau, so schaut es hier mit dem Salz aus. Ja, ist auch treffen. Mal rechts liegen. Ein bisschen Holz, glaube ich, brauchte ich noch. Die zumindest schon mal unser Holzproblem lösen. Und dann hofft man einfach mal, dass es in der anderen Richtung, wenn wir uns die anschauen, dann auch noch genügend Schwefel.
dafür geben wird. Unser Plättchen stellen wir hier. Wohl der Ben schon einen Futterdruck hingestellt. Dankeschön an der Stelle. Und wir schauen jetzt einfach mal, da ist unser Wasserviertel. Der hat hier wieder Nachschub. Dann schauen wir jetzt hier gerade mal rein, was wir denn brauchen. Busche. Nein. Nein. Du sollst doch hier parken. Natürlich mein Fehler, ich wollte das Pferd ja auch anbinden. So, jetzt können wir uns um die Sachen hier kümmern. Für Schießpulver braucht man jeweils einmal Zunfen, einmal Kuh und einmal Salz, alles klar. Für die Kugeln braucht man jeweils 10 Schießpulver. Ne, da brauchen wir sogar nur 5. Also bräuchte ich 15 Schießpulver. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so alles rauskriegen. Das war so klar. Damit kriegen wir dann das Wohl. Mache ich erst einmal nur einen Packen Gewehrkugeln. Und dann schauen wir einfach mal. Ob wir das nicht irgendwie schaffen. Weil ich mir das dann auch schon machen kann. Ein paar Steine zu Sand zerreiben, weil wir brauchen auf jeden Fall dann noch Glas später, und zwar wahrscheinlich auch nicht so knapp. Ist ja nicht schade, wenn wir schon ein bisschen Sand in Reserve haben. Und dann wollte ich jetzt hier gerade nochmal schauen. Wie war das mit diesem Werkzeugkram? Im Vorschlag haben wir braucht man auf jeden Fall. Ich glaube, die weiß ich. Auch gerne.
Holz haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist aber wurscht, weil uns ja der gute Ben schon den Druck hingestellt hat. Das heißt, der ist super dringend. Will zwar dann früher oder später trotzdem gerne den großen haben. Aber das ist jetzt nicht super. Ehrlich. So, dann schauen wir mal, ob die Sachen auch so irgendwie was anstellen kann. Sein Pferd, der jetzt da drüben angebunden hat, hat er auch bestimmt nichts dagegen, wenn ich das Hämmerchen hier mal schnell. Okay, theoretisch kriegen wir also mit dem Vorschlaghammer. Zurück, wie das Ganze funktioniert, das war allerdings ein Rätsel. Okay, und damit bin ich gut verantwortlich. Brauchen wir dann nämlich so richtig Ressourcen. Aber insgesamt trotzdem ganz nett. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, was Unterschied. So wegen den Eisen. Wo brauchte ich da nicht auch Eisbahn? Gerade mal ein Misch. Voila. Gerade mal nochmal spicken, wo ich das Zeug wieder hingepackt habe. Beim letzten Mal. Da ist er einfach so weit. Okay, keine Fragen. Okay, der braucht auch schon. Ah, okay, sieht also. Alles klar, sieht einfach nur anders aus, wo der eine Steine, beziehungsweise. Da weiß ich gar nicht, der braucht eigentlich. Eigentlich brauchen beide Iron Bars, weil das hier beschlagene Wände sind und die anderen sehen eigentlich aus wie Steinwände und brauchen aber auch Iron Bars, oder ich bin zu blöd zum Lesen. Das will ich natürlich gar nicht ausschließen. Dann tatsächlich auch Iron Bars. Ich jetzt nicht ganz verstehe, aber egal. Ja, wie dem auch sei. Mal gerade eben. Muss ich drin gemacht. Den Sand lassen wir erstmal noch Sand sein. Dann können wir hier nämlich Schwarzpulver herstellen. Ich brauche auf jeden Fall. Irgendwas davon.
interessiert mich auf jeden Fall, wie das ausschaut. Unsere Steinmühle fertig. Und dann würde ich einfach sagen, wir schauen nächsten Mal. Ich bin mir relativ sicher, dass es das mal geben wird, weil doch tatsächlich glaube ich, echt eine Menge Zeug zu entdecken hier. Schauen wir mal in die andere Richtung um den See und schauen dann mal, was wir da noch so finden. Und ich sag bis dahin wie immer, danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.